Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, ich habe jetzt leider schon was im Pack, was ich euch zeigen wollte, wo ich nicht gedacht hätte, dass es sowas Tolles ist. Wir hatten letztes Mal den Stamm platt gemacht. Da gab es also so ein, ja, es sah aus wie so ein Sammelsurium. Ich kann es jetzt nicht mehr beschreiben. Das konnte man entpacken. Dann hat man halt 50 Schädel gekriegt, 500 Eisen. Heinrich, denk an das Teamspeak. Ja, 500 Eisen und 250 Knochen gekriegt. Ein Knochen hatte ich noch. Hat sich ja mal so richtig gelohnt. Die Knochen packe ich schon mal in Mahlstein, aber ich aktiviere den Mahlstein nicht, ne? Der ist automatisch aktiviert, wenn du da was reinpackst. Nö, ich habe auf Stopp gedrückt. Achso, okay. Falls du die Knochen auch für Pfeile verwenden willst. Ja, du benutzt die ja meistens eher für Pfeile. Boah, ich hab noch so 61, also das reicht. Okay. Also 500 Eisen ist geil. Ich würde aber trotzdem sagen, wir gehen nochmal Eisen sammeln. Auf jeden Fall. Ich habe hier gerade auch schon so ein bisschen rumsortiert, dass wir mal ein bisschen mehr Platz kriegen, weil wir haben so viele Sachen doppelt. Ja. Man kann leider die Gegenstände nicht kaputt machen, die man nicht mehr braucht, ne? Den kannst du nur wegwerfen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also eine feste Kiste haben wir jetzt schon mal für Sachen und das ist hier diese wunderschöne große Kiste. Baue ich noch ein, zwei mehr. Da können wir so nach und nach die anderen halt wegschmeißen. Genau. Was denn? Was denn? War das im Spiel oder? Ach nee, es war die Katze. Achso. Ein ganz, ganz leises Miau, habt ihr wahrscheinlich gar nicht gehört. Bin aber trotzdem echt gut gefüllt, warum auch immer. Ja, ich habe auch noch so viel kleines Zeug. Ich bin gerade dabei, das wegzusortieren. Lecker Fettraube. Njam, 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 njam. Ich habe hier noch einen leichten Turban, einen kaputten, den ich mit mir rumschleppe. Oh, praktisch, weil meiner ist so gut wie kaputt. Ja, der ist ja auch kaputt. So, dann kannst du weggauen. Oh, wir können auch wieder mal auf Sklavenjagd gehen oder Mitarbeiterjagd. Ist er fertig? Da ist keiner mehr drin. Oh, dann möchte ich den aber aufs Rad der Schmerzen binden, bitte. Ja, müssen wir erstmal einen finden, aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen erstmal Eisenjagd und dann vielleicht finden wir unterwegs noch jemanden. Ich bin dabei, mich gerade zu entladen. Ja. Entlade dich, weil bei mir steigt schon wieder der Drang, mich zu beladen. Ja, ja. Hier so ein bisschen Mauer könnte man noch bauen. Dann haben wir hier noch so einen netten Sklavenmitarbeiter. Hast du keine Waffen? Musste man die bewaffnen? Ah doch, ihr Inventar hat da was da drin. Hat da was dabei? Oh, scheiße, der braucht Ernährung? Also ich habe jetzt Schleimzeug habe ich in unseren Essenstrog reingeworfen. Dann sollten die das hoffentlich essen. Nee, ich sehe gerade nur, du kannst den Sklaven aufrufen, du kannst den Sklaven auch noch ausrüsten anscheinend mit Waffen und Klamotten. Der hat aber auch einen Button für Essen und Trinken. Okay. Wobei er da noch 100 von 100 Wasser hat und 100 zu essen. Ich habe jetzt einfach mal zwei Fleisch reingeworfen. Ich glaube, die essen wirklich nur Schleimsuppe. Ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wer uns diesen Tipp gegeben hat. Nee, aber hier ist bei Ernährung ist nur Fleisch drin. Okay. Der isst gerne Fleischfetzen, wenn ich das richtig verstehe. Gegrillte Keule und gegrilltes Steak. So, ich habe jetzt, ihr Lieben, ich habe gerade ein ganz anderes Problem, technischer Natur. Es ist dunkel. Und zwar gibt es da eine süße kleine Katze, die aus irgendeinem Grund momentan der Meinung ist, der beste Aufenthaltsort für sie ist zwischen Tastatur und Bildschirm. Das heißt, ich sehe mich gerade selber nicht und Katze, ich nehme dich jetzt einfach mal da weg. Ja, nimm mal die Katze da weg. Das Katzenungetüm. Komm mal auf meinen Schoß, kleine Katze. Ja, kuschel dich hier hin. Die ist momentan sehr, sehr anhänglich, die kleine Maus.
Dann nehme ich das Fleischermesser mit, aber das Ausweidemesser nicht. Ich habe kein Ausweidemesser. Also das Abhäutemesser. Oder hast du das Hackmesser mit? Ich habe nur ein Hackmesser. Dann nehme ich das Abhäutemesser mit. Gut. Das Hackmesser muss ich auf jeden Fall haben. Oh, ist kalt. So, ich habe auch Ambrosia mit. Also. So. Von einem edlen Gesöff habe ich auch was dabei. Okay. Dann bin ich startklar. Ja, ich auch. Ich bin gerade am Laufen schon. Ich folge dir. Ach ja, wir haben ja diesen Tigerkäfig da gebaut. Bist du heute leiser als sonst oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß nicht, vielleicht ist es beim Push-to-Talk anders. Also ich habe ja jetzt ausnahmsweise mal Push-to-Talk an. Ich hoffe, ich vergesse nicht da drauf zu gucken. Oh, warte mal. Einfach nur in der Hoffnung, dass... in der Hoffnung, dass dann der Hall von Heinrich auch nicht so dolle ist. Genau, wir testen mal einfach mal. Dann hacke ich den mal platt hier. Hacke Peter, Hacke Peter. Ich mag halt Push-to-Talk tatsächlich eigentlich nicht so gerne, weil ich vergesse komm, immer drauf. Komm, weiterlaufen. Ich habe keinen Bock auf diese Kroko-Wichse. Ach ja, und dann hat der liebe Ulrich Meier was, glaube ich, meinte, dass wir mit der Spitzhacke von den vertrockneten Bäumen wohl ganz gut Rinde kriegen würden. Mit welcher Spitzhacke? Mit welcher Spitzhacke wohl? Wir haben nur eine Spitzhacke. Ach so, ja. Also die Bäume können es schon mal nicht gewesen sein, weil die haben genauso Rinde gegeben wie jeder andere Baum auch. Hm. Wie hat er gesagt, es gibt einen speziellen Baum, der... oder was? Die vertrockneten Bäume, wo die Antilopen sind. Ups, da war was kaputt bei dir. Hier, das sind verrottete Bäume. Ich hab was zum Zacken für dich. Ja, ich komme gleich. Ja, 5 Rinde. Ah, hast du die Bäume gefunden? 10 Rinde, 1 Stamm. Nice. 5 Rinde. 20. Das sind hier wirklich kaputte Gebäude. Okay. Das hack ich mal da. Das Hackstückel. Da hat er recht. Hey, nimm doch mal die Kackwaffe da weg. Und dann nochmal 10 Folgen später gefühlt. Vielen Dank für diese Info. Ja, wir produzieren zu viel vor. Das ist schlimm bei diesem Spiel. Ja, weil hier spielt man auch schneller ein paar Folgen runter, als es bei 7 Days der Fall war, weil da haben wir ja die Nacht immer nicht mit aufgenommen. Und hier nehmen wir durch auf, sozusagen. Ja. Das merkt man. Ja, und dann hat, wer hatte den Tipp gerade gegeben mit der Rinde? Ulrich, ich glaube Meier war das. Ulrich Meier, genau, danke dafür. Und ich glaube Gary Morg, wenn ich es richtig ausspreche, meinte zum Eisen abbauen, wenn man jetzt hier hochrennt, nicht rechts lang laufen, sondern geradeaus durch die Wüste. Da soll es wohl schön viel fett Eisen geben. Auch dafür nochmal danke, auch wenn es ein paar Folgen her ist. Dass und allgemein wollte ich mich nochmal bei Joachim Peters und bei Marc Frei bedanken für eure Kommentare. Also es müsste ja hier sein, geradeaus weiter, ne? Würde ich jetzt vermuten. Geradeaus durch die Wüste war das irgendwie. Geradeaus durch die Wüste, gucken wir einfach mal. Wenn wir sterben, dann danke. Waren die nicht mal Skorpione? Oh, da ist... Ja, da vorne rechts ist auch einer. Ah. Waren die immer so groß? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Vielleicht ist das ja ein King-Skorpion. Das ist ein Königsskorpion, ein Riesenskorpion, ein Arschloch-Skorpion. Ah, die war noch kleiner. Den lassen wir mal Skorpion sein. Ja.
Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen Eisen und da ist auch so ein Steinviech, ein einzelnes. Ach, sind doof. Das hat sich gerade hingelegt. Oh ja, hab ich gar nicht gesehen. Scheißvieh, Drecksvieh. Upsala. Muss man Ausdauer, ich brauch Ausdauer. Stirb! Sehr schön. So, ich hack ihn mal klein oder ja. Super, ich geh ans Eisen. Ein Kristall. Hm. Das wäre heute doch besser gewesen, glaube ich. Ah, fuck! Was ist denn? Meine Spitzhacke ist fast im Arsch. Scheiße! Nein! Na, ich habe auch leider keine Eisenbarren mit. Ich auch nicht. Zur Not spiele ich dann Transportesel. Dann das ist auch gut. Zerhackst du und ich trage. Okay, da oben sind definitiv Eisensteine. Ja, und ein von diesen Bockviechern. Hier links geht's aber auch hoch. Und hier ist auch Eisen. Oh. Gehen wir erstmal dahin. Vielleicht gibt's da keine Viecher. Oh, da ist ja wirklich eine wahre Eisenart da. Alter, das ist ja das Eisenparadies. Danke, danke für den Tipp. Oh, da war auch gerade irgendein Viech. Oh. Moment. Ich musste erst meine Pfeile laden. Ich höre was. Oh, warum sehe ich die nicht? Heinrich, weg hier, wuhu! Heinrich fast tot! Heinrich, keine Ausdauer! Keine Ausdauer, Heinrich! Okay, einer ist weg. Jetzt bin ich weg. Boah! Killer! Eieiei, aber... Hier ist ja ein Eisenparadies. Und ich brauche Ambrosia. Und ich habe trockenes Holz gefunden, sehe ich gerade. Von den trockenen Bäumen. Okay. Ja, es gibt nur Kristall. Ich glaube, ich nehme auch mal eine Ambrosia. Ein Steinkopf habe ich mitgenommen. Cool. Können wir uns irgendwo hinhängen. Juhu, Dekozeug. Mit der Macht von Deko-Zeug, He-Man. Ey, ich sehe die Viecher nicht. Die kommen einfach aus der Wüste-Kacke raus hier. Wer bin ich denn hier? Kack-Wüste. So, es geht sich zu mir. Ach, gut gemacht. Man sieht die ja gar nicht, sind ja voll. Die sind irgendwie so ganz fies im Sand versteckt. Also einzeln kriegen wir sie aber ganz gut, denke ich mal. Ja. Eine haut, dann. Wenn das Vieh sich dreht zum anderen, dann kann der andere hauen. Passt schon. Ah, hier gibt es ja richtig gut Eisen, das ist ja. War ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, jetzt bin ich jetzt nur Transporter. Meine Axt hat sich gerade verabschiedet. Okay, dann werfe ich dir mal was hin. Jo. Oh, Eisen, wo kommt das her? Oh, ich bin überlastet. 108. Dann teilt auf und gib mir was zurück. Oh, hier, meinen leichten Turban kann ich ja weghauen. Dann esse ich noch mal was. Teil doch auf, was hast du da? Nee, teil doch auf, was du an Eisen hast. Ich kann dir aufteilen noch, was ich an Stein habe. Oder schmeiß es einfach weg. Schmeiß hier. Zack, und bin ich bei 98. So. Okay. Stein kriegen wir ja überall. Das Eisen ist viel wichtiger.
erschreckt man sich. Taste falsch gedrückt? Okay. Wow, da kommt er direkt auf mich zu. Ficker, du. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich habe dich gerade erwischt. So, dann essen wir nochmal so eine Fettraupe. Ah, hier muss man Schritt für Schritt vor, glaube ich, so. Hier oben ist aber auch was. Ach, guck dir mal da hinten an. Wenn du hier runter guckst, dann links alles voll. Ich bin gerade überlegen, ob wir unsere Basis versetzen. Wenn hier irgendwie ein Fluss ist. Aber hier ist kaum Holz, ne? Ja. Ah, hier oben sind auch Viecher. Und noch mehr Eisen. Hui. Vorsicht, Vieh! Hab mich erwischt. Keine Ausdauer. Brauch mehr Ausdauer, verdammte Kacke hier. Geh weg! So, ich bin weg. Kannst hacken. Hack ihn zu Tode. Ja, ich habe ihn leider angelockt. Also hier oben ist echt viel. Super. Ja, ich bin auch allerdings auch schon zu 86% jetzt gefüllt. Ich könnte natürlich noch Eisen, Stein weghauen. Ich könnte noch, ja, schmackhaftes Fleisch weghauen. So, nee, das haust du bitte nicht weg. Ich habe jetzt Stein weggehauen. Gut, da oben würde ich nicht lang gehen. Oder? Da kann man doch nicht. Ich wollte nur gucken. Weil ich hab jetzt Stein weggeworfen, damit ich hier noch mehr Essen abbauen kann. Achso, ich war nicht falsch verstanden. Dann war es ja gut, dass ich den ja weggelockt habe. Ups, Entschuldigung, das war mein Fleisch. Wir nur gucken, dass du arbeitest. Hier ist irgendwo wieder ein Viech. Ich habe es wieder. Ich sehe ihn aber nicht. Gehst du einmal bitte darunter? Ja, gerne. Will ich nicht verletzen. Ich hätte mal mehr zu essen mitnehmen sollen. Mein Typ hat Hunger. Mit Fettraupen, die heilen einen zwar gut, aber senken nicht den Hunger. Fettraupen. Ah, zwei! Ah, dann lass abhauen. Okay! Okay, ich bin auch weg. Ich renne hier runter. Ich bin auch zu fast 90% voll, also von daher. Fickt euch! Ihr kleinen Scheißer! Okay. Hier kriegen wir wirklich ganz tolle Eisen. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Ja, ich brauche aber eine bessere Zweihandwaffe, damit die besser wegfetzen. Meine Rüstung ist auch fast im Arsch. Ja, muss mir auch einen neuen Helmchen machen. Muss ich aufpassen, sonst renne ich hier bald wieder barbusig rum. Kann ich ja mich gleich hinsetzen. Was jo, brauchst du gleich nochmal? Was geht gleich kaputt? Die Rüstung bei dir oben, ja? Makelloser, mittelschwerer Harnisch, meine Handschuhe. Alles oder was? So ungefähr. Denk an den Riesenskorpion, der hier irgendwo war. Ah, da ist mir dran vorbei. Reittiere wären doch ganz gut, oder so ein Packesel. Ja, da müssen wir irgendwie noch gucken, wie das mit dem Zähmen von Tieren klappt. Ach stimmt, vielleicht können die dann auch noch ein bisschen tragen, das wäre ganz cool. Das wäre toll. Also auf so einer Antilope reiten, das wäre schon lustig. Ja, vielleicht geht das nicht, aber vielleicht kann man es als Packtier benutzen. Meinetwegen auch das. Ich werde das zur nächsten Folge mal recherchieren. Jo. Unser erster Versuch, so einen Stachelrücken zu zähmen, der ging ja, sagen wir mal, nach hinten los. Ja, aber wenn ich wusste, wie wir ihn zähmen sollen, wir haben ihn ja versucht, mit den normalen Sklavensachen
zu zählen. Ja, ja, wir haben einfach nur versucht, den niederzuknüppeln. Das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Nö. Ah, hier sind ja auch immer diese Treibholzbäume. Treibholzbäume? Ja, da vorne zum Beispiel. So, ach, auf die so auf dem Boden liegen. Ja. Er wird. Vielleicht geben die auch Rinde. Ich kann es jetzt nicht. Ich teste es mal. Also die so hoch stehen, ja. Die da liegen, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Also die habe ich vorher nie beachtet. Geben sehr gut Rinde. Und jetzt ist mein Eisenpickel auch im Arsch. Gut. Die Krokozone will ich auch wieder durchlaufen. Ich glaube, bei mir kam gerade von die noch tonmäßig voll was abgehackt wieder. So als Echo. Du kommst ganz abgehackt bei mir rüber. Du bei mir auch. Das wollte ich dir ja gerade sagen. Ha. Huh. Discord macht Mist. Jetzt höre ich dich ja nochmal, aber gerade war echt abgehackt. Ja, das war echt fies. Ich habe dich auch überhaupt nicht verstanden gerade. Ich muss im Lotto gewinnen, dann basteln wir uns einen YouTube-Raum. Ich gehe auch gleich mal auf Holzjagd, um Du wolltest dich erstmal um unsere Rüstungen kümmern. Ja, aber das Eisen läuft nicht. Ich habe hier noch irgendwo Holz gesehen. Kümmer du dich um die Rüstung, ich kümmere mich ums Holz. Okay. In der einen Kiste waren noch fast 400 Holz. Ja, vielleicht war es eine Sparkiste von mir. Jetzt ist es zu spät. Ja. Aber ich gehe trotzdem gleich auf Holzjagd. Ist okay. Wo soll ich denn die Tierköpfe hinpacken? Ach, ich packe sie hier in die Schmiede, keine Ahnung. Die Deko-Köpfe. Rinde kommt nach draußen. So, MC Gerber. Da liegen auch Fische. Was ist das denn? Wir haben Krabben? Es gibt Schalentiere? Ja, ich habe doch eine Schalentierfalle gebaut. Ja, ich habe hier sowas wie hier so irgendwie eine Garnele gefunden, aber cool. Getrockneter Fisch, den kann man essen, ne? Ja. Mmh, He-Man mag Fisch. Dann habe ich auch noch getrocknetes Holz. Also wir können jetzt gerade, wir sind gerade dabei, etwa 600 Eisenbarren herzustellen. Ja, ist doch geil, weil wir 500 Eisen alleine durch diese Siedlung da gekriegt haben. Vielleicht sollten wir da mal alle Tage mal vorbeischauen und die einfach auseinanderkloppen. Weil das war schon echt geil, was wir da gekriegt haben. So, mach mal Platz hier, schnieke Dame. Die Kehrschuhe. Nee, du doch nicht. Ich meine hier die Bedienstete. Also da sind noch Handschuhe drin, mittelschwere. Die sind aber auch mittelschwer defekt. Also die haben eine Haltbarkeit noch von 85 oder so. Was war das nächste, was du brauchst? Ein Oberteil, ne? Ja. Haben wir. Und ich brauche ganz, auch ganz noch viel. Eins hier. Auch mit einer angeknacksten Haltbarkeit. Aber wir haben noch einen mittelschweren, makellosen Harnisch, den du erstmal kaputt machen kannst. Okay. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Kopftuch. Weil meine blonden Locken gefallen mir nicht. Du wolltest die blonden Locken haben. Ja, ich bin ja auch He-Man. Schwerer Helmpolsterung. Wie ist denn das? Kann ich das bauen? 13 Leder. Kann ich wohl nicht bauen, weil ich doof bin oder was? Hm. Ah, verstärktes Leder. Wie kriegt man jetzt verstärktes Leder? Bam, 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 bam. Da mal, gehen wir mal zu unseren Lederspezialisten oder Gerberspezialisten. Hier, was ist verstärktes Leder? Hm. Kriegt man bestimmt doch nur Katzenfell, haben wir auch. Aus den Wüstenbären über diesem Trockengestell kriegt man getrocknete Beeren und wir können auch normales Fleisch da drauf packen, dann können wir Trockenfleisch kriegen. Oh. Ist das dann besser als normales Fleisch?
Ich weiß es nicht. Ich pack's da einfach mal mit drauf. Mhm. Haben wir aber nichts mehr. Okay. Kann auch sein, dass dieses gehärtete Leder von größeren Viechern ist, ne? Möglich. Möglich, ne? Ja. Also von dem Fisch muss man definitiv mehr essen. So, leichten Turban. Dann brauchen wir erstmal hier so einen kleinen Mini-Turban. Herstellen. Herstellen. Ich wollte ja Holz besorgen. Leichte Stiefel sind auch noch da, falls du brauchst. Okay. Wobei ich welche brauche, aber noch sind sie ja dran. Also von diesem Fisch kannst du echt viel futtern, ne? Das ist, Ja, da müssen wir echt viel von futtern. Ich freue mich drauf, wenn ich endlich ein Herd bauen kann. Ja, endlich kochen. Juhu! Ich muss auch nicht für dich kochen. Das sieht aber scheiße aus. Dass man hier so am Fels vorbeigucken kann. Trau mich hier, man könnte auch dann durch reinspringen, aber sieht scheiße aus. Gut, dann gehe ich mal Steine hacken und baue da die eine Mauer weiter. Du warst ja unsere Waffenspezialistin, ne? Ja. Ja, das sieht man da auch. Ja, wäre mal cool, wenn du gucken könntest, ob du irgendwie eine bessere... Gibt es noch nicht. Okay. Weiß schon. Die besseren Waffen, die es gibt, sind Einhandwaffen. Nee, Einhandwaffen sind schwul. Inwiefern, das musst du mir jetzt genauer erläutern. Ja, halt uncool. Entschuldigung. Weil ich wusste nämlich nicht, dass Waffen eine sexuelle Orientierung können. Ja gut, das wäre echt... das wäre echt komisch. Und ich meine, hey, ein Schwert, das auf einem Schwert steht, das ist dann ein Doppelschwert, ist doch auch nicht schlecht. Wie Wave mit dem Doppellederschwert. Rede nicht über das, was sich Star Wars schimpft, die heutigen Tage. Ja. Von diesen Steinen kannst du auch Unmengen brauchen. Das kann man nie genug von haben. So, ich habe jetzt über 400 Holz gesammelt. Das ist nicht verkehrt, ja. Und ich werde jetzt daran arbeiten, meinen Tempel weiter zu vergrößern, weil ich habe mittlerweile genügend Mitra-Symbole. Da arbeite ich auch schon dran, darum packe ich immer Steine in die Schmiede. Eisenverstärkung, kommt das Holz und Ziegel, okay. Brauchst du auch irgendwie 500 Ziegel? Ich brauche... Und gefühlt 250 Eisenverstärkung? 350 Ziegel, 60 geformte Holz und 250 Eisenverstärkung. Ja, Eisenverstärkung brauche ich nämlich auch, wie Sand am Meer. Aber ich glaube, es waren 250 bei mir. Also können wir nächste Folge gleich wieder los Eisen sammeln. Weil ich weiß nicht, das Eisenverstärkung, wie man das gebaut hat, aber das war bestimmt doch auch eine Eisenverstärkung, bestimmt 10 Eisen oder so. Eisenbahnen. Muss ich mal gucken. Ich meine, das ging in der Schmiede. Ich schau mal gleich. Erstmal mache ich Kompost. Es ist so schön, wenn man am Komposthaufen steht und die Fliegen surren hört.
nehme ja mal das ganze Eisen, das da drin ist. Was? Ja. Also, die Eisenbarren. Und dann gucke ich, was ich für tolle Waffen machen kann und verstärktes Eisen. So. Also, an Waffen. Ah, ich habe das falsche gesagt. Kann ich eine eiserne Axt bauen, also eine Kampfaxt. Ein eisernes Breitschwert. Ein Randleisten-Eisenstreitkolben. Und ein stygisches Chipesh. Und für eine Eisenverstärkung brauche ich 2 Eisenbarren. Ah, 2, das geht ja noch. Ist ja nicht so teuer. Und ich stelle jetzt erstmal 62 her. So, und ich gucke jetzt mal, ob ich den Herd machen kann. Oh, ich kann Bandagen lernen. Ah, eine Demontagebank kann man auch... Ah, du kannst Sachen zerlegen, aber dafür musst du die Demontagebank lernen. Demontagebank? Ah, der Herd braucht Stufe 29. Was machst du denn da, Junge? Geh weg von meiner Palisade. Das ist meine Palisade, hau ab da. Du willst wirklich, dass ich dich zerstückle? Soll ich die Bandagen lernen? Gerne. Du hast es so gewollt. Du wolltest das so. Ich nicht. Wir haben gerade genug Fleisch. Hm, Tierhaut. Schade, dass man die Sklaven nicht als Schleppsklaven benutzen kann. Dass die einen folgen, so wie Lemminge oder so. Und du gibst denen halt immer so, ach hier, halt mal 100 Steine und geh mal zurück. Ich überlege gerade, wo ich Bandagen herstellen kann. Das weiß ich auch nicht. Ich kriege das doch aus. Schon wieder alles hier kaputt gehackt. Toll, weißt du, bei Talente heißen die Bandagen und hier im Handwerk heißen die Wundverbände. Dafür brauche ich Leder und Aloeblätter. Ja, Aloeblätter können wir nie genug haben, glaube ich. Ich glaube auch. Was hast du denn, deine Pflanzenkrüge, die du gemacht hast, um da diese Pflanzen zu reinzuballern? Ja. Wie viel... Also davon brauchen wir erstens mehr, aber wie viele Ressourcen hat das immer gefressen, so mache ich. Also Aloeblätter, oh, habe ich 50. Weil da würde ich ja sagen, machen wir auch noch mal ein paar. Also wir brauchen, also es reicht tatsächlich, glaube ich, wenn man pro eine Pflanzenart macht.
Die bringen eigentlich tatsächlich relativ viel, aber die brauchen halt Kompost, damit die funktionieren. Na gut, Kompost, da ballern wir ja schon mal viel rein. Das ganze Fleisch, was da... Ja, das Knochenmehl brauchen wir dafür. Knochen haben wir ja, kriegen wir ja auch genug, also... Gucken wir nochmal, ab zurück. So, ich probiere jetzt mal Bandagen aus. Ach so, Leder brauche ich noch. Verkacktes Krokodil. Mach jetzt einfach mal ein paar Bandagen. Leder haben wir ja eine ganze Menge. Stellt sein her. So, ein verkacktes Krokodil weniger. Sehr schön. Können wir denn hier noch den Herd hin? Ja, wenn wir die Kisten da ein bisschen wegpacken, dann könnte man da noch einen Herd. In der ersten Etage haben wir ja auch noch gar nichts. Ne? Das ist aber unsere Wohnstadt. Ich meine ja nur... Ach so. Genau, Sklaven. Ich kann nichts platzieren, so Dreck. Ah, man kann isoliertes Holz machen aus trockenem Holz und Harz. Und ich mache mal ganz viel geformtes Holz, wenn das dir recht ist. Mhm. Ich sehe nichts, meine Fackel ist kaputt gegangen. Ich bin blind. So, die Wundverbände habe ich mal in den Feuerschalenkessel erstmal gepackt. Gehe ich noch mehr Holz? Nee, dann gehe ich jetzt Steine holen, weil wir brauchen ja beide Stein. Ja, Stein auf jeden Fall. Wir wollen ja beide einen schönen großen Tempel haben. Also ich mich gerade wundere, dass ich zwischen Steine keinen Stein bauen kann. Manchmal verstehe ich das nicht. Ah doch, jetzt geht's. Man muss erst meckern und dann geht das. Gut. Könnte man da so eine Treppe bauen, ne? Haben wir noch? Naja, weißt du nicht. Was denn? Ob wir irgendwo noch eine Treppe haben, aber ich glaube ja. Ich glaube in irgendeiner der Kisten. Ich glaube auch, das haben wir irgendwo rumfliegen. Ich gucke da nochmal nach. Du hattest mir schon mal Treppen machen müssen und wir hatten welche übrig. Definitiv. Ich glaube, der war das. Nein, dann war das in der war das. Wenn dir langweilig ist, kannst du auch ein paar größere Kisten bauen. Ja, wenn mir langweilig ist. Ich wollte erstmal die Mauer fertig machen, wenn mir langweilig ist. Und zumindest das eine Stückchen da. Okay. Und da bin ich gleich mit fertig. Okay. So, würde man da nämlich so eine schöne Treppe bauen? Naja, für jene habe ich gerade keine Lust. Zack, das gefällt mir sogar richtig geil. Bitte? Ich rede gerade mit mir selber, weil ich so eine Treppe gebaut habe. So cool, so. Treppe. Und dann hier auf diese Mauer. Cool, Mauer. Und dann haben wir doch noch 10 von diesen Sandsteinzäune. Und... Klatsch. Klatsch. Klatsch.
brauchen wir noch gefühlt 100 Meter weiter weg Sandstein oder Palisaden. Vielleicht sollte ich die Mauer dann noch erweitern. Mal nicht durch. Ich sehe auch gerade, die Folge ist lang genug. Sollten wir einen Break machen. Okay. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat oder generell diese Conan-Videos gefallen, dann hinterlasst doch mal gerne ein Abo. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Kommentare, Likes und Krankenwagen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.